MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ich glaube, ich habe dem einen die Vorfahrt genommen. Meines Wissens hatte er Vorfahrt. Naja. Also fahren wir doch Richtung Amsterdam. Ist ja okay. Ich sag schon nichts mehr. Aber cool, wenn man nicht auf Navi achtet, dann ist man wirklich manchmal aufgeschmissen. Aber richtig. Ich mach mir das große Navi vorsichtshalber doch noch rein. So, das ganz große jetzt. Ah, wir fahren gerade an Duisburg vorbei. Aha. So gesehen jetzt über die Landstraße. Ja, warum nicht? Problem wird sein, so wie ich das sehe, auf der ganzen Landstraße haben wir keine einzige Tankstelle. Das ist weniger schön. Sollen wir vom Gas runtergehen? So, wunderschön. Das ist gar nicht gut. Wir müssen ja gleich pennen gehen. In 3 Stunden circa. Von daher ist das überhaupt nicht schön, dass hier so lange keine Tankstelle kommt. Vielleicht müssen wir irgendwo in eine Stadt reinfahren, dass wir tanken können. Dass wir schlafen können. Tanken ist das nicht das Problem. Tank haben wir genug. Aber schlafen ist das magische Problem. Ah, da hinten kommt die nächste Tankstelle. Da können wir auch übernachten. Ich habe es gerade gesichtet. So, auf der Karte sieht hier die Kurve ganz schön eng aus. Auf dem anderen Navi aber weniger. Na, das sehen wir jetzt gleich. Es tut mir höllisch leid, falls es zu laut war. Ich kam nur nicht rechtzeitig am Regler dran. Ach nö, die Kurve ist angenehm. Die können wir locker fahren. Was haben wir denn hier für eine Stadt angrenzen? Gar nichts. Ach so, okay. Einfach nur eine Grenze. Toll. Hätten sie ja ruhig noch Dingens machen können. Lol, Fahrradweg. Auch noch nie gesehen. Hätten sie ja ruhig hier auch Schlafplätze machen können, da an der Ecke. Ach ja. Ist auf jeden Fall schön. Und das hier sieht auch wieder geil aus. Mit dem Stromverteiler. Sieht, also muss ich sagen, haben sie geil hingekriegt alles. Boah, jetzt sind wir die ganze Nacht gefahren. Wahnsinn. Jetzt aufpassen, es könnte sein, dass der abbiegen möchte. Nein, will er nicht. Gut. Wir fahren jetzt Richtung Brüssel. 11.000 hat Ferens eingefahren. Wahnsinn. Das ist mal eine stattliche Summe. Jetzt habe ich nicht geguckt, wie schnell es hier erlaubt ist. Ich gehe von 60 aus. Ja, dann könnte das passen, von der Geschwindigkeit her. So. Dann
Dann gehen wir weiter in Gas, dann überholen wir noch das eine Auto hier. So, vorsichtig. Was ist denn los hier? Es geht doch. Ich dachte schon, jetzt bleiben wir hier irgendwie hängen. Und kommen hier erstmal nicht weiter. Wunderbar, haben wir überholt. Perfekt. Selbst bergauf nehmen wir noch Fahrt. Also der Motor ist wirklich sehr gut, gefällt mir. Muss ich sagen, Hammer. Ich wollte es einfach nur mal probieren, dafür habe ich jetzt bergauf so viel Gas gegeben. So, hier können wir parken bzw. auch tanken. So, vorsichtig. So, dann. Ja. Ganz ruhig. Wir tanken einmal voll. 1,41 ist ein guter Preis. So. Eine Runde schlafen ist auch nicht gerade unwichtig. So. So, das hat auch funktioniert. Wunderbar. Ich dachte schon, da geht jetzt irgendwas in die Hose von dem Manöver. Entweder kamen die anderen zu schnell oder ich zu langsam oder wer weiß, ne? Man weiß es ja nie. So, noch 5 Stunden Fahrt, 391 Kilometer sind es noch. Dann haben wir es endlich hinter uns, die Fahrt nach Dover. Und von da aus fahren wir dann mit ein bisschen mehr Tempo Richtung den 2 Städten, die da oben noch fehlen. Und dann haben wir das auch hinter uns. Warum fährt der auf der anderen Seite? Überholt da gerade einen Bus? Ein LKW. Das ist ja lustig. Habe ich auch noch nie gesehen. Tatsächlich. Ein seltenes Naturschauspiel. Nicht schlecht. Dann machen wir das da auch. Wunderschön. Auf der Brücke war Überholverbot. Für jeden natürlich logisch, außer fürs Spiel. So, Vorfahrtsstraße. Wunderschön. Überholverbot. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Ab hier aber nicht mehr. Mal gucken, ob wir noch vor dem reinkommen. Ich glaube aber ja. Wunderschön. So, wir fahren geradeaus weiter Richtung Calais. Dort kriegen wir wahrscheinlich dann auch unser Schiff, was wir dann benutzen können. Wow. Der hat ein bisschen zu hart abgebremst.
Ach ja. Ist auf jeden Fall wieder eine wunderschöne Fahrt, die wir hier machen. So, damit wir auch sehen, was da vorne abgeht, bevor er schnurstracks wieder abbremst und wir fahren voll rein. Sowas wie jetzt. Was ist denn jetzt kaputt? Au, Hur. Der hat den ganzen Verkehr aufgehalten. So, Licht brauchen wir jetzt keins mehr. Es kann sich jetzt nur noch um Stunden handeln, bis wir angekommen sind, aber hey. Was ist das denn hier? Achso, da geht's leider nicht weiter. Huch. Was ist denn jetzt los? Ah, ein Bahnübergang, okay. Verständlich. Die Fahrt ist wirklich entspannend, das muss man ja mal sagen. Dankeschön fürs Anhalten. Ich wollte endlich von diesem LKW weg, das war ja grausam, dem hinterherzufahren. Endlich habe ich es geschafft. So, jetzt fahren wir Tempo 80. Ich glaube, Tempo 60 sind erlaubt. Macht aber nichts. Dieser kleine Unterschied interessiert hier niemanden. Höchstens dem nächsten LKW-Fahrer, der dann vor uns steht und den wir dann leider wieder überholen müssten. Aber bis dato interessiert das keinen. Also, weg damit. Also wie gesagt, Leute, ich kümmere mich momentan darum, dass die Projekte wieder regelmäßig kommen. Es tut mir höllisch leid, dass es momentan so ein kleines Chaos ist, dass Grid 2 fehlt, dass hier Airport Simulator fehlt. Das sind so ein paar Lücken, die ich momentan habe, weil ich einfach wenig Zeit habe, etwas aufzunehmen. Von daher, ja, dauert es noch ein bisschen. Aber ich gebe mir Mühe, ich arbeite dran und hoffe, dass ich relativ schnell wieder in den Rhythmus komme, dass wieder alles regelmäßig erscheint, hier auf GamerTV. Hier bei mir, hier bei HubiFan. Ah. Ja, bald haben wir auch die 20.000 Abonnenten geknackt, das heißt, wieder mal ein neuer Livestream. 20.000 Abonnenten. Das ist Wahnsinn. Das hätte ich mir früher... Ah, Baldur hat 5.618 eingefahren. Früher hätte ich mir das nie gedacht, dass das Projekt GamerTV bei HubiFan so riesig wird. Und da möchte ich nochmal herzlichen Dank aussprechen an alle meine Abonnenten, an alle meine Zuschauer. Und Leute, manche wissen es nicht, das Abonnieren ist kostenlos. Somit kriegt ihr immer aktuelle Informationen, wenn ein Video hochgeladen wird. Dasselbe ist, wenn ihr auf meinem Kanal seid. Neben meinem Kanalnamen ist ein kleines Zahnrad. Wenn ihr dort drauf geht, ich mache mal hier kurz das Licht an, und dort könnt ihr einstellen, dass ihr eine E-Mail erhaltet, wenn ein neues Video von mir nach oben geladen wurde, also hochgeladen wurde.
weil viele die Videos einfach nicht mitbekommen, weil es zu viel ist sonst im Abo-Channel-Kanal da am Anfang. Von daher meine Empfehlung, Leute, jeder, der meine Videos sehr gerne sieht und immer aktuell im Stand sein möchte, macht das, dann kriegt ihr automatisch eine E-Mail geschickt, wenn etwas Neues da ist. So eine kleine Information von mir für euch. So, ich mache jetzt für heute wieder mal Schluss beim Aufnehmen. Ich habe noch ein bisschen zu tun, auch in der Wohnung. Und wir sehen uns in den nächsten Folgen wieder. Problem ist, ich kann hier nirgendwo anhalten, deshalb fahre ich noch vorne bis zur Tankstelle und dann sage ich Tschüss. Wie gesagt, danke, dass ihr meinen Traum, das ist wirklich ein Traum von mir, Leute, verwirklicht. Dass ihr das möglich macht, dass ich 20.000 Abonnenten erreichen kann. So, wir halten hier vorne rechts an. Parken so gesehen hier an der Baustelle. Hier dürfte das keinen jucken, dass wir hier stehen. So, noch ein Stück vorfahren. So. So, noch ein Stück vorfahren, glaube ich, können wir. Noch ein kleines Stück. So, hier ist Schluss. Hier dürften wir keinen im Weg stehen. Höchstens den Bauarbeitern hier, aber egal. Da kommt ja eh keiner. Leute, bis dahin, bleibt wie ihr seid und Tschüssikowski. Macht's gut.